Hallihallo und willkommen zurück zu Prolog. Ja, was wir dieses Mal machen, sind Listen in Prolog. Ihr könnt euch vorstellen, dass es relativ komplex ist, wenn ich euch gerade nochmal das Beispiel hier von Eltern-Kind zeige. Wenn wir da jetzt noch an Listen denken, dann wird es etwas unübersichtlich und man verliert recht schnell den Überblick. Aber das ist gar nicht so schlimm, wie es sich anhört, denn Listen kann man recht gut darstellen. Nämlich, ich zeige es euch einfach mal, wenn ich das Programm ausführe. So, und jetzt kann ich hier einfach mal zum Beispiel sagen, okay, ich muss ja hier einfach so x-y gleich und dann zum Beispiel 1, 2, 3, 4. So, und was Prolog jetzt macht, ist, wir kriegen am möglichen Kopf x zurück und dann die Restliste 2, 3 und 4. Das heißt, x ist der Kopf der Liste und Y ist einfach die komplette Restliste. Also X ist tatsächlich ein Element und Y ist wiederum eine Liste, so wie wir es eigentlich aus Haskell schon kennen. Ja, und wir haben hier eben die Möglichkeit, so einfach eine Liste aufzubauen. Das ist einfach der senkrechte Strich hier in der Mitte und links und rechts sind dann diese eckigen Klammern. Und ja, die leere Liste sieht dann natürlich so aus. So, ist natürlich die leere Liste. True, einfach nur, weil einfach true. Gut. Ja, und darauf kann man sich jetzt natürlich mehrere Funktionen definieren. Also so Sachen wie ich hänge was an eine Liste und ich hänge oder ich schaue, ob was in der Liste drin ist. Wie zum Beispiel isIn ist eine Funktion, die guckt nach, ob ein Element, das wir übergeben kriegen, in einer Liste drin ist. Das heißt, wir machen hier sowas wie isIn und dann kriegen wir hier die Liste, wenn wir x haben, so, und dann haben wir die Restliste irgendwo, nein, nicht Radio Button, Restliste. Also wenn wir hier das x am Anfang von der Liste finden und irgendwas steht noch hinten dran, dann ist die Aussage auf jeden Fall wahr. Und ansonsten schauen wir einfach nach. Wir haben irgendeine Liste, die mit Y anfängt und eine Restliste, in der wir hoffentlich noch das X finden, denn sonst haben wir hier ein False, was wir ja nie mögen. Das heißt, wir schmeißen einfach mal das erste weg, das erste Element und gucken danach, ist es denn vielleicht da drin, was wir hier haben. Also wir sagen zunächst einmal, okay, wir gucken das erste Element von der Liste an, das ist das hier. Und wenn die natürlich gleich sind, dann ist logischerweise das x, was wir hier übergeben haben, denn die sind ja eindeutig gleich, ist natürlich dann in der Liste drin. So, und wenn es nicht in der Liste drin ist, das wäre dann wenn es nicht das erste Element ist, das wäre dann der Fall hier, x ist ungleich y, denn sonst wären wir hier oben in den Fall gegangen. Wenn x ungleich y ist, dann schmeißen wir einfach das vorderste Element weg und gucken rekursiv weiter in den hinteren Teilen. Und so kann man dann tatsächlich auch eine Rekursion machen. Ist jetzt natürlich nicht so gut sich vorzustellen wie dieses Problem, was wir mit den Eltern und Kind hatten. Ja, Singleton Variables ist in unserem Fall jetzt dann mal eine Absicht, ausnahmsweise. Wir gucken jetzt einfach mal, ist in so 3 und dann sagen wir gucken, ob die 3 in der Liste 1, 2, 3, 4, 5, 6 drin ist. Ach, und ich habe schon wieder den Punkt vergessen. Ich bin echt furchtbar. Ich will jetzt aber nicht nochmal alles tippen, bitte. Lasst es. Ja, es hat funktioniert. So. Und wir kriegen True zurück. Und wenn wir jetzt hier aber, ihr seht, wir können hier nochmal weitermachen, aber wenn wir jetzt hier ein Semikolon eingeben, ist natürlich dann false. Das heißt, wir gucken hier einfach nur. Wir gehen bis hierher und danach gucken wir noch weiter die Liste durch. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit weiterzumachen. Prolog ist nicht so intelligent und guckt es dann gleich von sich aus bis zum Ende und sagt uns, da gibt es kein weiteres mehr. So, jetzt können wir aber auch tatsächlich Rückgabewerte realisieren durch dieses Konzept. Denn wir müssen ja jetzt hier nicht unbedingt, wir müssen jetzt hier nicht unbedingt immer Variablen. Ja, jetzt habe ich schon gesagt, wir können hier auch Variablen angeben, nicht immer schon fertige Werte. Und wenn wir jetzt dann einfach hier sagen, isIn,
Oh Mann, ich bin auf Enter gekommen, wollte ich nicht. Wenn wir jetzt hier einfach sagen, x ist in, dann kriegen wir natürlich zuerst einmal raus, x ist 1. Das heißt, 1 ist in der Liste drin, 2 ist in der Liste drin, 3, 4, 5 und 6 und danach nichts mehr. So, und jetzt kann man sich das natürlich aber auch noch ein bisschen erweitern. Wir können ja auch Listen als Rückgabetypen benutzen. Und dazu sage ich dann einfach, okay, ich schreibe mir eine Funktion append. Ich glaube, die gibt es schon, deswegen nenne ich die einfach mal append 2. So, und ja, ich krieg hier quasi mehrere Listen. Ich tue die jetzt einfach mal als leere Listen hier definieren, dass vielleicht klar ist, dass es sich um Listen handelt, nicht um irgendwelche anderen Variablen. So, und das hier ist jetzt die erste Liste, an die ich diese Liste hinten dranhängen will. Und hier steht dann, also in dieser Liste steht dann im Compiler, geben wir einen Parameter ein und dann kommt da am Schluss raus, y ist gleich das und das. So, und dieses y ist gleich das und das, das wollen wir jetzt natürlich hinbekommen, dass es dann auch wirklich funktioniert. Ja, ist nicht ganz so trivial. Man muss ein bisschen umdenken. Ich brauche die Klammern. Dankeschön. Ja, die interessiert mich gerade relativ wenig. Und hier kommt diese teilberechnete Liste rein. Deswegen nenne ich sie T. So, ich schreibe jetzt erstmal fertig und erkläre euch dann, warum das so funktioniert und warum es überhaupt so funktioniert. R, ups, groß, L und T. So, also, wenn diese Bedingung hier gilt, dann gilt erst diese Bedingung. Da muss man sich immer ein bisschen umdenken, dass wir hier andersrum denken. Also man könnte jetzt meinen, wir haben hier eine Liste 1, 2, 3 und nehmen einfach dieses erste Element, sagen wir, das hier ist T, 4, 5, 6 und schreiben das einfach vorne dran. Das ist nicht so, denn diese Ausführung hier wird erst gemacht, wenn dieser Teil hier schon gemacht ist. Also quasi, wir sagen, okay, erstes Element, ich schreibe es gerade mal kurz hin, das hier ist jetzt R, ja? L interessiert uns nicht und T wäre beim ersten Aufruf einfach mal die leere Liste, sagen wir mal. So, und ja, jetzt sagen wir, okay, wir nehmen dieses erste Element und packen es an die Liste dran, falls schon gilt, dass wir Folgendes haben. Nämlich, dass diese Bedingung hier hinten stimmt. Also, dass der Rest von der Liste angehängt bekommt, nämlich dieses L angehängt bekommt, in T rein. Das heißt, dieses erste Element, das hier, wird quasi als letztes angehängt, nicht als erstes. Also das heißt, im ersten Schritt rufe ich quasi das auf, dann führe ich das aus, dann, also ich rufe das Ganze so auf, das hier hinten. So, im ersten Schritt rufe ich das Ganze natürlich hier mit allen Parametern auf, dann gehe ich hier hinten rein, in den zweiten Aufruf, lasse die erste Zahl weg, rufe nur noch mit 2, 3 auf. Dann nehme ich den letzten und rufe nur noch mit 3 L und T auf. So, und dann rufe ich das Ganze hier mit einer leeren Liste auf und deswegen brauche ich jetzt hier oben noch eine zweite Regel. Nämlich, wenn ich hier die leere Liste habe, an die ich was anhängen möchte, nämlich L, dann bekomme ich einfach L zurück. So, und dann im letzten Aufruf komme ich natürlich dann hier oben rein und dann wissen wir dank der Regel hier oben, ups, hier fehlt der Punkt, aha, unser letztes T muss L sein. Okay, das heißt, wir setzen im letzten Schritt, quasi in der sozusagen letzten Rekursion, setzen wir hier in die Liste ganz hinten L ein. So, und dann gehen wir das Ganze wieder nach vorne durch. Das heißt, jetzt gilt für diesen Schritt hier haben wir eine wahre Aussage. So, jetzt gehen wir das Ganze wieder nach vorne durch. Okay, es gilt also, wenn wir die 3 anhängen wollen, dann gilt das Ganze, denn sonst haben wir ja nur eine leere Liste. Okay, das heißt, wir können hier dieses erste Element nehmen, also
die 3 in unserem Fall, denn wir sind ja schon im dritten Schritt quasi, und schreiben uns diese 3 da hinten rein. Okay. Und dann ist das hier hinten natürlich dann auch wahr, denn das gilt ja dann. So, für den Schritt davor wollten wir aber das Ganze für die 3 haben. Das heißt, die 3 steht jetzt aber hier. Aber das Ganze ist ja jetzt auch wahr. Also der Teil hier hinten, Append 2 RLT, ist jetzt auch wahr. Denn wir haben ja hier im letzten Schritt, wo wir die 3 eingefügt haben, haben wir hier eine wahre Aussage zurückgekriegt. So, das heißt, wir nehmen die 2, denn das ist jetzt unser aktuelles X, und schreiben die dahin. Und dann gehen wir wieder einen Schritt nach weiter vorne und schauen, okay, war das Ganze für den Aufruf ohne die 1, also ohne das erste Element hier, war das dafür wahr? Naja gut, das war ja der Aufruf mit der 2 vorne dran und der hat ja wahr zurückgeliefert. Und deswegen haben wir hier überhaupt dieses 2, 3, L stehen. Und dann nehmen wir einfach wieder diese 1 und schreiben sie dahin. Also hier bleibt natürlich die 1, 2, 3 stehen. Das war jetzt einfach nur, dass wir wissen, wo wir gerade sind. So, und am Schluss bekomme ich dann eben genau in umgekehrter Reihenfolge, nämlich meine 1, 2, 3 und L wieder hintereinander zurückgeliefert. Das bedeutet, wir haben die Listen aneinander gehängt. Ziemlich kompliziertes Dings. Ja, nur dass ihr mal in diese Denkweise reinkommt, probiert da ein bisschen aus, schreibt es auch vielleicht auf ein Blatt hin. Es ist wirklich nicht ganz einfach. Ich benutze hier einfach mal diese Funktion Append 2 und probiert da einfach mal ein paar Zahlen einzusetzen. 1, 2, 3, das war unser Beispiel. L war bei uns einfach irgendwas. Das heißt, wir können hier auch tatsächlich irgendwas benutzen. 4, 5, 6. Und hier schreiben wir dann einfach T rein. So, und dann haben wir hier T gleich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, das Ganze, was ich euch gerade erzählt habe, funktioniert auch so, wie ich es euch tatsächlich erzählt habe. Ja, nicht ganz trivial. Okay, ja, wir können dann natürlich noch mehr machen. Wir können hier natürlich auch einen Parameter einsetzen. Und dann wird es ein bisschen tricky, weil wir haben dann hier nämlich eine Liste, die einfach hinten dran noch irgendwelche Variablen hat. Und das ist das Witzige, diese Variablen können tatsächlich alles sein. Deswegen ist Prolog so sparsam und gibt nicht alles tatsächlich aus, was wir da einfügen könnten. Okay, ja, ich hoffe, ihr habt soweit verstanden, wie das Ganze in Listen funktioniert und dass wir das auch tatsächlich so anti-rekursiv quasi, ich hasse es furchtbar, so zu schreiben, aber es funktioniert nun mal tatsächlich so im Prolog. Ja, ich hoffe, ihr habt es echt verstanden und wenn nicht, schreibt mir einfach nochmal oder guckt euch das Video nochmal an und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.